Herzlich willkommen zum Video-Tutorial für die Methodenkarte Fotokollagen erstellen mit LibreOffice Writer. Wenn Sie eine Fotokollage erstellen möchten, sollten Sie zunächst einmal das Thema der Collage festlegen und anhand dessen das entsprechende Bildmaterial entweder selbst erstellen oder sich zusammensuchen. Jetzt starten wir das Programm LibreOffice Writer. Dazu gibt es wie immer mehrere Möglichkeiten. Manchmal gibt es einen Link auf dem Desktop, je nachdem wie Sie es eingerichtet haben. Sie können es auch über die Suchleiste aufrufen oder aber über die Programmliste. In meinem Fall reicht jeweils das Eintippen von LI. Es würde genauso gut funktionieren mit WRI. Sie starten das Programm. Nachdem das Programm vollständig gestartet ist, geht es auch schon los. Für uns interessant ist dieses Icon, Bild einfügen. Und wenn Sie dort einmal draufklicken mit der linken Maustaste, bekommen Sie einen Bilderordner angezeigt, in dem die vorbereiteten Bilder liegen. In meinem Fall war ich etwas unkreativ, ich habe nur die Gegenstände auf dem Tisch vor mir fotografiert. Ich wähle die Zuckerdose, bestätige mit Öffnen und schon ist das Bild in das Textdokument eingefügt. Ein Doppelklick auf das Bild im Ordner hat genau dieselbe Wirkung. Sie können das Bild auch direkt aus dem Ordner mittels Anklicken und gedrückter linker Maustaste in das Dokument hineinziehen, wenn Sie zum Beispiel mit zwei Monitoren arbeiten. Um die Größe anzupassen, klicken Sie mit der Maus in eine Ecke des Bildes, je nachdem, ob Sie es in der Länge oder in der Diagonale verziehen wollen. Sobald sich der Cursor, also der Mauszeiger, verändert, klicken Sie die linke Maustaste, halten diese gedrückt und können nun das Bild in seiner Größe entsprechend Ihren Wünschen anpassen. Achten Sie darauf, wenn Sie es in der Breite verziehen, dass sich dann auch die Seitenverhältnisse ändern und meine Zuckerdose entsprechend etwas dicker wirkt. Wenn Sie auf die Grafik klicken, öffnet sich eine weitere Werkzeugleiste, in der Sie noch andere bildspezifische Bearbeitungswerkzeuge finden. Hier geht es vor allem um die Bildebenen. An dieser Stelle können wir noch weitere Bilder hinzufügen. Es soll ja eine Collage werden und wir gehen genauso vor wie eben gezeigt. Klicken auf das Symbol Bild einfügen, neues Bild auswählen und jetzt bestätigen wir mit Doppelklick. Da das neue Bild über dem vorhergehenden Bild liegt, ziehen wir es einfach ein Stück runter. Und Sie sehen, dass beide Bilder sich im Dokument befinden. Und nun können wir auch die Funktion der Ebenen hier vorne ausprobieren. Und hier kann ich zum Beispiel bestimmen, welches Bild welches überlappt. Das ist insbesondere bei Collagen wichtig. Durch die Nutzung der markierten Symbole können Sie nun auch die Position des Bildes einstellen. Das ist das, was ich Ihnen eben schon gezeigt hatte. Innerhalb des Kontextmenüs, welches nach dem Klicken mit der rechten Maustaste auf das Bild geöffnet wird, können Sie nun eine Beschriftung des Bildes einfügen. Das tun wir. Rechter Klick aufs Bild, Beschriftung einfügen. Und ich nenne es nur Test 1. Okay. Und Sie sehen, unterhalb des Bildes, fest mit dem Bild verbunden, erscheint die Beschriftung. Weitere Formatierungsmöglichkeiten finden Sie an der rechten Seite der Programmoberfläche. Klicken Sie dazu zunächst auf die Grafik und dann auf das Eigenschaften-Symbol. Wir bleiben bei dem Zuckerdosenbild. Und hier können Sie noch entsprechend die Füllung angeben oder die Transparenz oder auch den Umlauf, je nachdem, wie sich das Bild relativ zum Text zum Beispiel verhalten soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.